Coco, sag mal, hörst du schlecht? Hör auf! Was hast du denn? Jana, du musst mir helfen! Jana, tu doch was schnell! Graf Lahnstein, gut, dass ich Sie treffe. Es ist etwas Unerhörtes passiert. Der Wagen unseres Landschaftsarchitekten ist verschwunden. Was? Ich würde einen Diebstahl nicht ausschließen. Aber das ist nicht möglich bei unserem Sicherheitssystem. Er hatte den Wagen vor der Auffahrt geparkt und hat die Kiste mit den Blumenzwiebeln in den Park gebracht. Und als er zurückkam, war alles perdu. Das gibt's doch gar nicht. Bis auf einen kleinen Engel. Justus, ist alles in Ordnung mit Ihnen? Danke, ja. Er hat auf dem Boden gelegen. Jana. Jana! Jana, wo bist du denn? Ich komme nicht raus, ich bin eingeklemmt. Helf mir bitte! Aber ich kann dich nicht gehen lassen. Ich will dich nicht verlieren. Du kannst mich gar nicht verlieren. Hier drin. Da wird immer ein Platz für dich sein. Jana, bitte. Es tut mir leid, was passiert ist. Ich mache mir deswegen auch schwere Vorwürfe, aber ich würde es wieder rückgängig. Kaum drehe ich mich um, rennst du Leonard hinterher? So war das überhaupt nicht gemeint. Hallo, willst du mir erzählen, ich habe nicht gehört, was ich gerade gehört habe? Du willst verhindern, dass Leonard mit mir nach Chicago geht. Jana, bitte. Was ist denn los? Bist du taub? Hau ab! Du machst alles kaputt, alles! Christian ist noch stinkig wegen dem Kuss. Seit du da bist, herrscht nur noch Chaos. Es ist zum Kotzen, ist das! Ich kann ja verstehen, dass... Spar dir dein lauwarmes Gelaber, okay? Hau ab! When no one's really listening, we
Warte. Coco, sag mal, hörst du schlecht? Hör auf. Was hast du denn? Was hast du denn? Naja, du hast schon mal intelligenter ausgesehen. Wirklich. Schönen Tag noch. Christian? Was? Ich weiß, du hast heute frei, aber die Espressomaschine macht so komische Geräusche. Frag Gregor. Wenn Sie mir bitte folgen würden, im Restaurant ist gerade ein Tisch frei geworden. Danke, aber ich warte noch auf meine Männer. Männer, porco Dio. Leider alles völlig harmlos. Der eine ist mein Mann, der andere sein Cousin. Na, wenn Sie das sagen. Ja. Ja, was machen Sie denn hier? Brauchen Sie Hilfe? Nicht nötig. Die braucht doch kein Mensch. Angelo, nicht Sie. Sehen Sie. Ist Ihnen inzwischen eingefallen, wie Sie mir den Kredit doch noch pünktlich zurückzahlen? Was sagen denn Ihre beiden Finanzberater zu Hause? Glotzen Sie nicht zu lange, sonst explodiert noch Ihr Herzschrittmacher. Ach, keine Sorge. Der läuft mit Biosprit. Aber das gibt's doch nicht. Und dass deine Auftragsbücher bis zum Sommer voll sind, das hat die Banker nicht überzeugt? Ich habe mit Engelszungen geredet. Sie geben mir keinen Kredit. Basta. Na, wie finde ich denn das? Steht mit 400 Riesen in der Kreide, aber lecker essen geht noch. Ja, vornehm geht die Welt zugrunde. Aber wem sag ich das? An Ihrer Stelle würde ich mal langsam auf Pommes Schranke umsteigen. Gehen wir? Ich will mein Geld zurück, Brandner, und zwar pünktlich. Und schicken Sie mir bitte keine Groupies mehr auf den Hals. Vor allem keine, deren Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Was reden Sie? Die eigene Verwandtschaft vorschicken zum Betteln? Haben Sie keinen Mumm mehr? Jana, bitte ruf mich an. Vielleicht ist ja auch alles in Ordnung, aber ich mache mir nur mal trotzdem Sorgen. Ganz egal, wo du steckst, bitte melde dich, ja? Ist was mit Jana? Ja, sie ist verschwunden. Ich kann sie nicht erreichen. Wie, verschwunden? Na, weg! Sie hat niemandem was gesagt. Keiner weiß, wo sie steckt. Warst du schon im Park? Im Park, im Schloss, in den Stallungen. Nada. Vielleicht will sie sich auch einfach nur von jemandem verabschieden. Ach, das hat sie doch alles schon gemacht. Oder sie ist in die Stadt gegangen, einkaufen. Und warum hat sie denn ihr Handy aus? Vielleicht hat sie keinen Empfang. Ach. Außerdem ist der Wagen des Gärtners weg. Und was hat das mit Jana zu tun? Na, genau an der Stelle, wo der Wagen stand, hat Justus Janas Glücksbringer gefunden. Und jetzt glaubst du, sie ist mit dem Wagen unterwegs? Ich muss sie auf jeden Fall finden, bevor ihr wieder irgendwas passiert. Was, wenn sie auf Sarah getroffen ist? Bitte, alles bloß das nicht. Stell dir nur mal vor, Sarah erzählt Jana, dass sie mich nicht verlieren will. Weißt du, was dann hier los ist? Autsch. Gleich ist es im Arsch. Christian? Ich kann machen, was ich will. Er kriegt einfach alles in den falschen Hals. Zum Beispiel die Anmeldung an der Sporthochschule. Und ich habe die nur abgeschickt, weil er es allein bestimmt nicht durchgezogen hätte. Und jetzt? Jetzt denkt er, ich hab's nur gemacht, um bei ihm zu punkten. Warum hast du es denn sonst gemacht? Weil ich mich in ihn verliebt habe, verdammt nochmal. Ja, aber genau deswegen will man doch bei jemandem punkten. Ach Mann, ich weiß genau, wie wichtig ihm das Studium ist. Der hat sich im Wolf geärgert, wenn er die Chance nicht genutzt hat, nur darum. Es muss toll sein, so geliebt zu werden. Ich hätte ihm das nie sagen dürfen, damit habe ich alles nur noch schlimmer gemacht. Ach, schieß ihn in den Wind, der hat dich sowieso nicht verdient. Megatipp. Ohne Mist, du bist viel zu gut für ihn. Jetzt kommt mein absoluter Favorit, voilà. Zufriedene Eltern, glückliches Baby. Die Botschaft ist, unsere Milch löst alle Probleme. Für den Mist soll ich auch noch Geld bezahlen? Ich beauftrage die erfolgreichsten Werbeagenturen, die in unglaublich kurzer Zeit wahnsinnig kreative Ideen entwickeln. Und du findest es plötzlich alles schwachsinnig. Ich schwöre, wenn die Leute das sehen, reißen sie dir die Milch aus den Regalen. Na, wenn du's sagst. Wann können wir die Spots in Auftrag geben? Sobald ich wieder flüssig bin. Und wann wird das sein? Na, wenn dieser Betonbrandner endlich zahlt. Und wenn du stattdessen einige Aktienpakete verkaufst? Wäre ich senil, wäre das ein toller Vorschlag. Die stehen nur leider gerade nicht so berauschend. Wenn dieser Betonbärtel nicht spurt, dann muss ich ihm eben die Ohren langziehen.
Ist es okay für dich, wenn ich Sophia so gegen 8 abhole? Es kann ruhig später werden. Du weißt ja, was um die Uhrzeit in der Stadt los ist. Eben. Die Maus schläft. Wow, das war ein Weltrekord. Gewusst, wie? Sag mal, wie war denn eigentlich deine Premiere? Der Hammer. Die Leute haben getrampelt vor Begeisterung. Echt super geil. Und? Warst du mit deiner Leistung zufrieden? Nicht nur ich. Im Publikum saß einer von einer Castingagentur. Und angeblich will er sich bei Lisa melden. Ja, klar meldet er sich. Und dann gehe ich steil. In 5 Jahren bin ich in Hollywood. Tja, dann wird es wohl besser sein, wenn ich in den nächsten Tagen noch ein paar Autogramme sichere. Ja, besser wär's. Wir haben lange genug darüber geredet. Außerdem habe ich jetzt Hunger. Dann hättet ihr gleich da bleiben können, ja? Ich bin auch allein nach Haus. Kannst du mir vielleicht sagen, warum du mich nicht informiert hast, dass du bei Degenhardt warst? Ich habe da gestanden wie ein Idiot. Tja, ich gehe dann mal. Bis dann. Ja. Tschüss. Komm gut nach Hause. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid zum 5. Mal, Arno. Aber ich musste irgendwas machen. Sie hat's nur gut gemeint, Arno. Ach, gut gemeint. Ist das Gegenteil von gut. Was sollte das Ganze überhaupt? Glaubst du, ich werde nicht allein fertig mit meinen Problemen? Ich wollte dir doch einfach nur helfen. Ich brauche keine Hilfe. Schon gar nicht von einer, die keine Ahnung davon hat, womit sie es bei einer Person wie Degenhardt zu tun hat. Katja hat sich entschuldigt. Was soll sie denn noch tun? Zu Kreuze kriechen? Ich verlange, dass du dich in Zukunft aus meinen Angelegenheiten heraushältst. Sonst kommen ganz böse Zeiten auf uns beide zu. Christian! Seit wann jagst du Mäuse? Seit wann klaust du Blumen? Die habe ich gekauft. Aha. Für Sarah? Ja. Hat sie Geburtstag oder was? Sie kriegt ein Baby! Und das habt ihr längst gefeiert. Nein? Ja, 7 Mal erst. Heute ist das 8. Aha. Wusst ihr ja nicht, dass es so schlimm ist. Wo ist sie denn eigentlich? Sie ist auf Königsbrunn, schätze ich mal. Leonard und Jana feiern ihren Abschied. Mhm. Und da bist du nicht eifersüchtig, dass sie so lange wegbleibt? Nö, kann ich in der Zwischenzeit ein bisschen was kochen. Du wirst vielleicht nerven. Christian, worüber soll ich mich aufregen? Leonard ist morgen weg. Für immer. Und dann wird Sarah ihn vergessen. Und dann gibt es nur noch sie, mich und unsere kleine Tochter Amelie. Ganz ruhig, Sarah. Ganz ruhig. Scheiße. Dein Handy! Sarah, dein Handy! Dein Handy! Im Auto! Oh Gott, Scheiße! Was denn? Jana! Ganz ruhig, Jana! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Es kommt jeden Moment Hilfe! Hast du jeden Moment Kartoffel? Du musst ganz ruhig. Sarah, du musst wach bleiben! Sarah, guck mich an! Guck mich an! Du musst wach bleiben! Du hast Matthias geholfen und Katja wollte dir helfen. Ist doch nett von ihr. Musstest du so schroff zu ihr sein? Ach, bitte, Susanne, meine Nerven liegen zurzeit blank. Ich weiß nicht, ob ich die Firma halten kann. Also bitte verschone mich mit diesem Kinderkram. Ach, Papa, du wirst noch irgendwann an deiner eigenen Sturheit ersticken. Warum nimmst du nicht das Geld, das Elisabeth dir angeboten hat, bis du aus dem Gröbsten raus bist? Oh, wie oft soll ich denn noch erklären, dass ich mich nicht noch einmal finanziell von meiner Ex-Frau abhängig machen will? Dann frag Carla. Sie hilft dir bestimmt. Und kein Geld von den Lahnsteins. Ist das so schwer zu begreifen? Du fährst deine Firma lieber gegen die Wand, als einmal zuzugeben, dass du ein Problem nicht alleine lösen kannst, sondern auf die Hilfe anderer angewiesen bist. Keine Sorge. Brandnerbau fährt nicht gegen die Wand. Das ist das Einzige, was ich weiß. Und jetzt Ende der Diskussion. Ja? Okay, ich habe einen Fehler gemacht. Warum muss man deshalb so einen Aufstand machen? Arno hat's nicht so gemeint, Schatz. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich mir den Besuch Degenhardt. Genau, bei diesem Degenhardt auch sparen können. Mann, hinterher ist man immer klüger. Das weiß er doch. Jetzt leg doch nicht immer jedes Wort auf die Goldwaage. Er hat mir ein bisschen Frust abgelassen. Meinst du? Er hat schon längst erkannt, dass du ihm nur helfen wolltest. Ach Gott. Wie schaffst du es, mich immer wieder runterzupegeln? Oh, was ist dein Geheimnis? Das bleibt mein Geheimnis.
können manchmal ganz schön impulsiv sein, ha? Mhm. Oh, manchmal möchte ich so sein wie du. Nie regst du dich auf. Immer hast du Verständnis für alle und für alle. Oh, manchmal macht mich das wahnsinnig. Wie? Nur manchmal? Coco, es tut mir leid. Coco, es hat doch nichts mit dir zu tun. Ich wollte einfach allein sein. Ich weiß doch auch nicht, was im Moment mit mir los ist. Christian, du bist da und irgendwie doch nicht. Du nimmst mich in den Arm, aber es fühlt sich komisch an. Das ist los. Das war früher echt anders. Aber ich liebe dich. Christian, sag mir, was los ist. Warum fühlt es sich so, ich weiß auch nicht, so komisch an? Warum? Es ist bestimmt noch irgendeine Phase. Aber es ist nicht erst seit dem Kuss zwischen Olli und mir. Seit ich hier eingezogen bin. Ich halte das nicht länger aus. Du blutest. Sarah, Vorsicht, der Arm ist gebrochen. Der Arm ist gebrochen. Der Puls liegt bei 150, die Atmung ist flach. Vorsicht. Hier, ruf einen Krankenwagen. Los, ruf einen Krankenwagen. Sarah, kannst du mich hören? Hey. Sarah, kannst du mich hören? Komm her. Es kommt alles wieder in Ordnung, hörst du? Du darfst jetzt nur nicht einschlafen. Schau mich an, zieh mir in die Augen. Nicht einschlafen. Fabian, wenn du willst, dann kann ich dich beim Krankenhaus absetzen. Aber nicht, dass du dich wieder verfährst. Das letzte Mal kam ich nämlich eine Stunde zu spät zu meiner Schicht. Ja, weil du das letzte Mal mein Navigationssystem verstellt hast, Freundchen, ne? Kann es wirklich passieren, dass Arno das Haus verliert? So weit sind wir noch lange nicht. Wovon hängt das denn ab? Jetzt macht euch doch keine Sorgen. Außerdem sind Katja und ich noch da und wir werden alles tun, um Arno zu helfen. Als Papa das Haus schon einmal verloren hatte, das war eine Katastrophe. Immerhin hat er hier sein ganzes Leben verbracht. Das ist echt cool, wie du diesen Degenhardt abgeschossen hast. Ach, hab ihn! Ich find's auch cool, was deine Mutter getan hat. Es tut mir leid, aber in meinem Alter ist man manchmal etwas schwer von Begriff. Schon wieder vergessen. Ich bin stolz auf euch. Ja, wir Brandners lassen uns nicht so einfach verjagen von Haus und Hof. Solange wir zusammenhalten, sind wir eine Macht. Nicht wahr? Jetzt sag endlich was. Mann, früher, wenn es blöd lief, mussten wir nicht mal reden. Früher lief es nicht blöd. Ja, aber ich komme gar nicht mehr an dich ran. Coco, mach dir nicht so einen Kopf. Ich bin im Moment einfach ein bisschen neben der Spur, mehr nicht. Ist das die Rache, weil ich dir den Kuss mit Olli nicht sofort gebeichtet habe? Vielleicht ist es wirklich besser, wir machen einen Cut. Bis du endlich weißt, was du willst. Nein! Coco, ich liebe dich. Dann sag's nicht immer nur, sondern zeig's mir verdammt nochmal. Das werde ich. Guten Tag. So. Küche, Esszimmer und Wohnraum befinden sich im Erdgeschoss und die Arbeitszimmer in der ersten Etage. Was soll das? Was wollen Sie hier? Wer sind Sie überhaupt? Und schauen Sie sich noch mal die Installation an. Scheinen wohl ein bisschen älter zu sein. Okay, Sie sagen mir jetzt sofort, was das wird, oder ich rufe die Bullen.
Lass uns ganz in Ruhe arbeiten, Kleines. Dann sind wir auch ganz schnell wieder hier raus, ne? Oh, Einbauküche Biedermann, das war mir irgendwie klar. Haben Sie einen Totalschaden? Nicht ich, sondern diese Bruchbude. Arno! Arno! Lisa! Arno! Lisa! Um Himmels Willen, was schreist du denn so? Die Spinnen! Die spinnen total! Verlassen Sie auf der Stelle mein Haus. Ihr Haus? Ich verkaufe nicht. Ich habe das Degenhardt klipp und klar gesagt. Ja, Sie nicht, aber vielleicht Herr Degenhardt. Was? Was? Ja, Sie haben das Haus bei der Kreditvergabe als Sicherheit angegeben. Und wenn Sie die Summe nicht zum Fälligkeitsdatum bezahlen können, geht das Haus automatisch an Herr Degenhardt. Und was der damit macht, ist ja wohl ganz allein seine Sache, ja? Like a lady, ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Kennen Sie die Frau? Ja. Sind bei ihr irgendwelche Krankheiten bekannt? Keine Krankheiten. Nimmt sie Medikamente? Nein, sie nimmt doch keine Medikamente, verdammt. Other dancers may be on the floor. Dear, but my eyes will see only you. Only you have a magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Aber sie ist schwanger. Also seien Sie vorsichtig, verdammt nochmal. Amelie. Nulllinie. Was? Sarah! Verdammt, ihr Herz schlägt nicht mehr! To you.